Hallo. Hallo, guten Tag. Guten Mit Tag. Dimitri Sommer hätte ich gern gesprochen, Am bitte. Telefon. Blau ist mein Name. Von der Verwaltungszentrale EPG aus Hannover melde ich mich, Herr Sommer. Okay. Sie haben Ihr aktives Gewinnspiel, wo Sie sich vor 4 Monaten registriert haben, für 3 Monate kostenfrei mitzuspielen, noch nicht gekündigt. War das mit Absicht oder haben Sie es vergessen zu kündigen? Mein was bitte? Mein was habe ich gekündigt? Ihr Lottospiel, das haben Sie ja vergessen zu kündigen. Wollten Sie weiterspielen oder haben Sie vergessen zu kündigen? Ich kann damit gerade gar nichts anfangen. Wo war das gewesen? Sie haben sich bei dem Jubiläumsgewinnspiel der staatlichen Lotterie beteiligt, vor 4 Monaten, 3 Monate kostenfrei mitzuspielen, weil Sie bis jetzt noch keine Kündigung eingereicht haben. Hat sich Ihr Spiel verlängert auf die kostenpflichtigen 12 Monate. Möchten Sie nun weiterspielen, kostenpflichtig die 12 Monate, oder haben Sie vergessen zu kündigen? Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Ich spiele das Das eigentlich nicht. war eine Jubiläumsaktion, da konnte man sich über 500 Seiten im Internet registrieren, haben sich mit ihren kompletten Daten damals registriert und die 3 Monate aktiviert somit. Was haben Sie denn für Daten von mir da stehen? Ich kann mir das nicht Haben sich vorstellen. also, Sie wohnen in der alten Morbid 122a in Berlin, ja? Richtig. Ja, das sind Sie. Wann sind Sie geboren zum Abgleich Ihren Geburtsdatum? Das wäre schon schön, wenn Sie mir das vorlesen. Ich weiß ja nicht, ob Sie das wirklich haben von mir. Okay, 1. April 1987. Langsam bekomme ich Angst. Wieso? Machen Sie Spaß mit mir oder ist das jetzt ernst? Nein, das ist kein Spaß, das ist mein Ernst. Sie haben sich ja mit Ihren kompletten Daten damals registriert und so das Spiel aktiviert, wie zum Beispiel iPhone 8.de, Gewinner.de, Mediamarkt, Rewe, Amazon, eBay. Ja, und hab ich da jetzt was gewonnen oder wie ist das? Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie ja kein Glück gehabt, dass Sie nichts gewonnen haben. Nicht, Aber dass Sie ich haben sich wüsste. damals registriert. Ja. Was konnte man denn da gewinnen? Geld, Bargeldgewinne. Also so Bei dem Jubiläum. ganz normale Lotto? Ja, Mittwoch und Samstag Lotto. Okay. Keine Da haben alle Ahnung. Bürger die Möglichkeit gehabt, 3 Monate lang ohne Bargeldeinsätze, Bargeldgewinne zu gewinnen. Haben sich mit ihren kompletten Daten damals Das registriert, kann ich ja? mich nicht dran erinnern. Weil sie nicht bis jetzt, und weil sie die AGBs nicht beachtet haben, hätten sie ja fristgerecht schriftlich kündigen müssen, vor Ablauf der 3 Monate. Deswegen hat sich ihr Spiel verlängert auf die kostenpflichtigen 12 Monate zu je 69 Euro. Wir melden 69 uns jetzt. Euro für Monat? Ja. Scheiße, kann man da noch irgendwas machen? Ja, deswegen melde ich mich bei Ihnen zur Information. Ach so, okay. Dann, wenn Sie die 12 Monate nicht weiterspielen und zahlen möchten, dann haben Sie ja das Recht auf Kostenminderung. Unter der Einhaltung der Mindestlaufzeit von 4 Monaten können Sie vorzeitig aussteigen, ja? Wie jetzt So vier was dann Monate? Kann bearbeiten man auf die nicht einfach so kündigen, weil ich wusste das ja gar nichts von. Das ist ja Nein, keine Ahnung. die Frist ist ja abgelaufen, wo man es ganz kündigen können. Deswegen hat sich ja Ihr Spiel verlängert. Wir können Sie nur noch auf die Mindestlaufzeit 4 Monate bearbeiten. Und Dann spielen Sie was ist das jetzt für Firma? Wo bin ich angemeldet? Wie heißt das Firma? Was ist das? EPG Hannover, staatliche Lotterie. Ach, staatlich ist das? Ja, staatliche Lotterie, ganz normal Mittwoch und Samstag Lotto. Oh, Scheiße, was habe ich da nur gemacht? Ja, soll Ist man es dann das, ist bearbeiten auf das, die ist das? Mindestlaufzeit 4 Monate? Ja, ist das sicher, dass ich das kann? Kann mich da jemand eingetragen haben? Geht das? Nein, Sie können Das sich kann ja ich nur nur. mit Ihren kompletten Daten registrieren. Sie Ach so, haben sich kann ja ich mit nur Ihren selber kompletten. machen. Oh, das ist Nein. doof. Oh, ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Ich weiß gar nicht, wie Ja. das passieren konnte. Oh. Verstehen Sie? So, also, wenn dann spielen Sie halt nur noch die 4 Monate, kommen dann mit 4 Monaten aus dem Spiel heraus. Ich Vier werde Ihnen auch genau Monate. sagen, wann Sie kündigen müssen, damit Sie nicht wieder im neuen Spiel Ja, registriert können sind. dann einen Moment, ich muss mir was zu schreiben nehmen, ja? Einen Moment bitte, ist das in Ordnung? Ja, was Ja. wollen Sie denn aufschreiben? Na, wann muss ich kundigen und so, dass ich nicht Ach vergessen? so, okay. Das nicht Ja. vergessen. Okay. Weiß ich, hatten Sie heute schon ein paar Mal versucht anzurufen, kann das sein?
Kann schon sein, dass Kollegen sich bei Ihnen gemeldet haben. Okay. Ah, jetzt Stift runtergefallen, warte. Ach Gott. So, ah, ist kaputt gegangen. Super. Heute ist kein guter Tag, glaube ich. Ach Gott. Aber Sie werden ja schriftlich bekommen, dass Sie nur noch diese 4 Monate mit dabei sind. Deswegen haben Sie keine Bedenken, ja? Können Sie mir das vielleicht bei E-Mail schicken? Das Vertrag, was habe ich gemacht? Das kann ich mir das angucken. Nein, ich kann Ihnen keine Unterlagen zuschicken, weil wir haben Sie schon mal angeschrieben. Aber für diese Mindestlaufzeit 4 Monate werden Sie natürlich schriftlich bekommen. Ah, okay. Nicht Okay, dann gut. werden wir das bearbeiten auf die Mindestlaufzeit 4 Monate, ja? Und was muss ich dazu Okay. machen? Ich sag's Ihnen erklären. Ich werde es Da. Ihnen erklären, ja? Die Okay. Adresse stimmt, Okay. haben Sie gesagt, die stimmt überein und Ihren Geburtsdatum, Und was ist, wenn ich ja? jetzt, was ist, wenn ich jetzt Nein sage? Dann sind Sie 12 Monate Mitarbeit, spielen 12 Monate und zahlen auch Na, 12 mal 69 nee, ich Euro. meine, wenn ich jetzt sage, das gar nicht ist meine Adresse, aber ist egal, oder? Naja, ist egal. Scheiße. Entschuldigung. Ja, Ah, macht nichts. dumme Ich werde es so Situationen. einrichten, dass Sie nur noch diese 4 Monate mit dabei sind und auch mit Gewinngarantie. Mit Das was? heißt, dass Sie 100, Sie werden auch Gewinngarantie für diese 4 Monate bekommen. Das heißt, dass Sie hundertprozentig Bargeldgewinne erzielen werden, weil Sie ja mit Maximalanzahlen mitspielen werden, was an Spielmöglichkeiten gibt. Das heißt dann, Sie werden hundertprozentig Bargeldgewinne erzielen. Aber wie viel Sie gewinnen können, das ist Ihrem Glück überlassen natürlich, ja? Ja, aber ich habe ja noch gar nichts gewonnen. Ja, wer weiß, Sie werden ja jetzt die nächsten 4 Monate mit Gewinngarantie mitspielen. Die letzten 3 Monate haben Sie keine Gewinngarantie gehabt. Ach Okay? so, das kriege ich jetzt erst. Ich verstehe. Ja, das bekommen Sie jetzt, die Gewinngarantie jetzt, ja? Ah, ich verstehe. Okay. Gut, jetzt der monatliche Beitrag, die bleibt ja gleich. Wann soll es denn abgebucht werden? Am 15. oder am 1.? Ja, am liebsten gar nicht. Was ist viel Geld für kleine Dimitri? Gehen Sie arbeiten, gehen Sie arbeiten. Natürlich. Gehen Sie Vollzeit arbeiten, bekommen Sie staatliche Unterstützung? Und auf Vollzeit, aber davon kann man ja auch heute nicht leben. So gut. Ja, aber Sie gehen Vollzeit arbeiten, ja? Ja, da. Okay. Also, wann soll es denn abgebucht werden? Am 1. oder am 15.? Am 32. Wie? Am 32. Bis 32. Ja, gar nicht am liebsten, weil ich hatte es Ah. ja vergessen. Naja, sehen Sie, Haben auch wenn Sie Sie es gestern. Mitleid mit einem kleinen Russen? Bitte. Ja, ihr geht's nicht finanziell. Na, was heißt geht nicht? Das ist 70 Euro, das ist eine Woche Essen. Naja, schauen Sie mal, Sie werden ja eine Gewinngarantie mitspielen und dann haben Sie ja vielleicht Glück, gewinnen Sie Millionen, wer weiß. Was kann man 1 Million bei Sie gewinnen? Ja, kann man Bürger gewinnen, weil Sie ja jeden Mittwoch und Samstag mitspielen werden und Sie spielen jeden, Sie haben die Chance, jeden Tag 1 Million zu gewinnen. Nicht gut. Okay, dann leite ich so weiter an die Zentrale, ja? Ja, Okay, ich höre, ja. was muss ich denn jetzt machen? Okay. Nach 4 Monaten bin ich dann draußen, sagen Sie? Ja. Ach, mir wird ja nichts übrig bleiben, oder? Okay, dann werden wir es behalten. Darf ich dann, Herr Sommer, darf ich Ihnen mal was fragen? Was bleibt Ihnen übrig zum Leben, wenn alle Rechnungen bezahlt sind? Da ist schon genug, aber es ärgert mich halt, dass ich das vergessen habe. Aber Ja, das dann ist ist. ja Ihre Schuld dann. Ja, ich weiß, aber dann machen wir doch gleich bei Anfang von Monat, dann ist das gleich weg, dann habe ich das erledigt. Dann ist das, Am ersten, ja? wohin muss ich das denn überweisen? Weil bisher habe ich das ja auch Das wird nicht. ja per Lastschriftverfahren von Ihrem Konto abgebucht. Ach so, das Ersten machen April Sie. werden. Okay. Ja, das machen wir für Sie. Ah, Sie das ist brauchen gut. nichts zu machen. Weil ich habe das Also mit. erste Abbuchung, ja. Ja, bitte, ja. Lassen Sie mir das bearbeiten jetzt. Die erste Abbuchung wäre 1. April, Mai, Juni, Juli. Viermal. Da. Und Spielperiode wäre 1 Monat versetzt. Mai, Juni, Juli, August. 4 Monate. Und 2 Wochen vor der letzten Abbuchung dürfen Sie kündigen. Das dürfen Sie schon Juni, Mitte Juni dürfen Sie kündigen. Können wir auch gleich, weil ich bin immer viel unterwegs mit Arbeiten. Können Sie da gleich reinschreiben, dass möchte ich das kundigen? Nein, Geht das das? müssen Sie selber machen. Das Ach müssen Sie so. selber machen. Sie können aber, wenn Sie Ihre Unterlagen erhalten haben, Da. ganz
ganz kurzen Zweizeiler schreiben. Hiermit kündige ich zum nächstmöglichen Termin fristgerecht. Das Okay, reicht schon, ja? ich habe Okay. verstanden. Dann muss ich das dann Okay, gleich Sie. machen. Also muss nicht bei Juni sein, ich kann direkt machen. Können Sie auch machen, ja? Da werden Sie auch eine Kündigungsbestätigung auf Ihre Mailadresse bekommen. Da. Sagen Sie mir Ihre Mailadresse nochmal bitte. Bitte? Ihre E-Mail für die Die. Kündigungsbestätigung. Ja, dimisommer@gmail.com. Dimi Sommer. Da. @gmail.com. Okay, da werden Sie Ihre Kündigungsbestätigung erhalten. Da. Jetzt werden ja die nächsten vier Monate pro Monat mit 1080 optimierten Zahlenreihen bei 6 aus 49 mit 10 Spieltipps bei Spiel 77 jeden Mittwoch und Samstag dabei sein. Okay. Und Sie haben die Chance, jeden Tag 1 Million zu gewinnen mit Ihren 7 Glückszahlen. Als Jetzt sagen Sie mir noch 7 Glückszahlen von 1 bis 49, bitte. Die sieben Zahlen? 7 Zahlen von 1 bis 49. Und das ist dann das normale Lotto, was immer ist bei Fernsehen drinnen? Ja, genau, genau. Okay. Also von 1 bis 49. Genau. Was sind denn so beste Zahlen? Kann man das sagen? Oder nein, nein, sagen Sie einfach aus dem Kopf. 7 Stück, ja? Ja, bitte. 7, weil 7. Ja. Ja. 8. 8. 12. 12. 16. Ja. 16. 23. Ja. 42. Ja. Und 91. Nein, das geht nicht. Wie geht ja bis 49? Ach so, dann nehme ich 49. Das höchste Zahl ist gut. 49. Da. Okay. Und das und bei den ist, Unterlagen, ist ja, ja bei den Unterlagen, bei den Unterlagen stehen Ihre Glückszahlen auch mit dabei, können Sie da. Auch selber verfolgen. Ja. Aber Sie werden auch für jeden Spielmonat Gewinnertragsabrechnung bekommen. Bei okay. welchen Spielen, was Sie okay. erwirtschaftet haben, Ihre Gewinne werden auf Ihr Konto gut geschrieben. Ich verstehe. Jetzt, damit okay. nicht damit nicht bei Ihnen 12 mal 69 € abgebucht wird, werde ich die Abbuchung für die 12 Monate stoppen. Sagen Sie mir Ihre IBAN-Nummer einmal, bitte. Einmal zu stoppen? Ja, damit nicht bei Ihnen 12 mal 69 € nicht abgebucht wird. Ihre IBAN-Nummer. Wie 12 mal? Wir haben doch gesagt, ich muss das jetzt nur für ein paar Monate. Naja, damit Sie nur noch die 4 Monate mitspielen, werde ich das jetzt überprüfen, damit nicht bei Ihnen 12 mal nicht nur 12 mal abgebucht wird. Das habe ich, Ihre Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden. Ich muss Ihre IBAN-Nummer überprüfen, weil die sind unter Datenschutz bei mir im System. Ja, damit Sie auch nicht behaupten, Sie hätten Ihre Gewinne nicht erhalten, ja? Welche Gewinne? Ich habe doch gar nichts gewonnen. Oder war Sie werden ja jetzt Gewinne erzielen, ja? Ach Sie werden ja jetzt mit Gewinngarantie mitspielen und damit Sie nicht behaupten, Sie hätten Ihre Gewinne nicht bekommen. Na, warum sollte ich das machen? Ihre IBAN-Nummer muss ich überprüfen, ja? Und das habe ich verstanden. Das habe ich verstanden. Damit Sie nur noch 4 Monate mit dabei sind dann. Ja, ich habe noch eines Fragen. Jetzt ist der zweimal Bitte. Ist ja bei des Wochen ist ja das Gelosung, richtig? Bitte? Zweimal bei Woche ist ja das, wo das die Zahlen bei des Kugel rausholen. Ja, Mittwoch und Samstag. Mittwoch und Samstag Lotto ja, spielen Sie mit. Ja, muss ich und dann. Und Sie spielen jeden Tag. Jeden Tag. Bei der täglichen Sofortmillionziehung. Muss ich dann jedes Mittwoch und Sonntag anrufen, wegen Zahlen oder wie ist nein, das? Nein, müssen Sie nicht. Sie müssen gar nichts mehr machen. Das kommt dann automatisch alles. Sie also haben ja jetzt auch Zahlen ausgewählt. Also ja? wir nehmen das Zahlen bei jedem Mal? Genau, ah, so ist es. Okay, ich habe jetzt das Karte gefunden. Was soll ich Ihnen okay. geben? IBAN ja. bitte. Okay, das ist der E165. Ja. 235 ja 9 dreimal 2 mal die 4 ja 696 ja 75 ja 303 ja 476 476 ja da. Okay da. Ich werde es mal kurz überprüfen. Oh, habe ich mich vertippt? Würden Sie es nochmal wiederholen, bitte? Kann es sein? Die erscheint gerade falsch bei mir.
Was ist falsch? Weil ich habe. IBAN-Nummer, ich habe mich vertippt, glaube ich. Deswegen sagen Sie mir es nochmal durch, bitte. Also ich habe vor einem Monat bin ich zu einer anderen Bank gegangen, vielleicht deswegen, weil Sie haben dann ja altes Kontonummer bei Computer stehen von mir. Kann möglich. Ach so. Ja, deswegen. Jetzt sagen Sie mir nochmal, bitte. Nochmal? Ja, bitte. Einmal. Ja? 1, 6. Ja? 5, 2, 3. Ja. 5, 9, 4, 4. Ja. 6, 9, 6. Ja. 7, 5, 3, 0. Ja. 3, 4, 7, 6. 7, 6. Da. Okay. Da ist irgendwas falsch. Sagen Sie mir Ihre IBAN-Nummer oder sagen Sie irgendwas falsch? Die ist gerade nämlich ganz falsch. Ich bin bei Kreditkarten. Bei der Kreditkarte. Sie müssen mir IBAN-Nummer durchsagen. DE fängt es an. Also nichts Mastercard, weil ich habe so goldene. Nein. DE, mit DE fängt es ja an. Weil da hat neulich hat es eines angerufen, da habe ich voll gratis bekommen, so golden Mastercard. Das kann nee, das Sie müssen mir Ihre Kontonummer, IBAN-Nummer durchsagen. Oh, blöd. Da muss ich Portemonnaie holen. Können Sie ein bisschen kurz warten, bitte? Ich warte. Ja. Hallo. Haben Sie es jetzt, ja? Ja, ich hab, ist Postbank okay oder auch nichts in Ordnung? Nein, sagen Sie mal DE, das geht in Ordnung, ja? DE? Ja, 5-5. Ja. 5-9. Ja. 0-1. Ja. 0-0. Eine 0, ja. Da. Dann kommt 6-7-3. Ja. 2-5-1-6-3-8. Ja. 3-8, ja. Das da. War's, ja? Da. Okay. Mhm. Ja, stimmt überein. Kurz, Moment. So, jetzt soweit wäre ich dann fertig mit dem Bearbeiten. Da. Ganz gut da. Zuhören bitte. Ja. Ich werde Sie jetzt weiterleiten an die Zentrale zur Bestätigung, dass Sie nur noch diese 4 Monate Mindestlaufzeit dabei sind. Okay. Dazu melden sich Kollegen von uns. Die machen das nur, dort wird das Gespräch nochmal kurz aufgezeichnet zu Ihrer Sicherheit, dass Sie nur noch diese 4 Monate mit dabei sind. Das heißt dann, zur Bestätigung, die Kollegen werden Ihnen zusichern, dass Sie nur noch 4 Monate mit dabei sind, dass Sie Ihre Unterlagen in den nächsten 5 Werkstagen bekommen werden, mit unseren kompletten Kontaktdaten. Dort wird man nochmals einen kurzen Datenabgleich mit Ihnen machen, wo Sie nur noch Ihren Geburtsdatum und die letzten 4 Kontoziffern selber angeben müssen. Okay. Nicht das ganze IBAN und das andere wird vorgelesen und bestätigt. Was soll ich vorlesen? Was soll ich vorlesen? Ihren Nee, Sie müssen gar nichts vorlesen. Sie sagen nur Ihren Geburtsdatum und die letzten 4 Kontoziffern, die zum Schluss. Okay. Ja? Okay. Und die Kollegen werden Sie auch fragen, ob ich Sie über die AGBs informiert habe. Das wäre in dem Fall für die 4 Monate. Wenn Sie vorzeitig unterbrechen, nicht zahlen, nicht durchspielen sollten, wird der Vertrag von 12 Monaten wieder rechtskräftig. Das wollen wir ja nicht, ja? Was wird denn kräftig? Was ist kräftig? Wenn Sie die 4 Monate nicht vollständig weiterspielen, dann wird es wieder mit den 12 Monaten rückgängig gemacht. Deswegen, ja? Dass Sie die 4 Monate hier durchspielen jetzt, okay? Ah, okay. Verstanden. Ja, Sie werden auch Zugangsdaten für das Internetportal Bonustipp.com bekommen. Dort erhalten Sie Sparmöglichkeiten bis zu 30%, wo Sie einkaufen können übers Internet. Aha. Ist aber kostenfrei. Das ist Ihnen überlassen. Wenn Sie jetzt keine Fragen mehr haben, würde ich Sie weiterleiten. Haben Sie noch irgendwelche Fragen an mich? Ja, was war das jetzt gerade mit Sparen? Ich bin gerade irgendwie bei Lotto. Jetzt haben Sie was von Sparen sagen? Nein, das ist was anderes. Das ist als gratis. Das ist gratis, was Sie von uns bekommen. Ach, was zum war, Einkaufen übers Internet. Was war, das ist was Seite, anderes. Welche Seiten? Ja, bei Bonustipp.com ein. Bonustipp.com. Das können Sie ersparen. Ja, genau. Da können Sie einkaufen übers Internet, da haben Sie bis zu 30% Ersparmöglichkeiten, ja? Und was kann man da kaufen? Alles Mögliche, was Sie möchten. Ah, Bonustipp mit 1 oder 2p? Mit 2p. Bonustipp.com, ja?
Da, okay, ich habe Seite angucken. Ja, können Sie anschauen, ja, okay. Finde ich gut. Jetzt bleiben Sitzt bei Ihr Sie. Firma bei Luxemburg? Bitte? Das steht, Impressum steht, Firma ist bei Luxemburg, bei den Land. Ja, Ist das Ihr genau. Firma? Nein, wir sind aus Hannover. Ach so, Ah ja, ich okay. verstehe. Ja, Und jetzt, jetzt wenn rufe Sie ich jetzt den an keine oder Fragen muss haben, ich würde ich anrufen? Sie. Nein, die Kollegen melden sich bei Ihnen, ja? Also, Die ich muss. Kollegen melden sich. Bleiben Sie 10, 15 Minuten erreichbar. Die Kollegen melden sich bei Ihnen. Bitte Okay. alles bestätigen, damit ich die Freigabe für die 4 Monate bekomme, okay? Da muss ich jetzt noch irgendwie was rauslä was suchen, irgendwas Ausweis oder so? Nein, nein, brauchen Sie nicht. Sie Okay. müssen nur die letzten 4 Ziffern Ihrer Kontonummer bestätigen. Okay? Und Ihren Geburtsdatum. Und kann man, Alles weil das rufen ja immer ganz böse Menschen bei Telefon an. Können wir so pa Nein, nein, nein. können wir so Sie werden sich jetzt vorstellen. können wir Nein, die Passwort werden sich machen? gleich. Nein, nein, es gibt kein Passwort. Sie werden sich von der EPG aus Hannover melden. Ja, Ja? und woher weiß ich, EPG dass das die Hannover. richtigen sind? Weil man liest ja immer bei. Die werden ja. Mein Name ist Sonja Blau. Schreiben Sie mal auf. Die werden ja sagen, unsere Kollegin hat Sie angerufen. Ich mag solche. Also blau, wie das Farben? Genau, die Ah. werden ja sagen, unsere Kollegin hat Sie angerufen und wegen der Mindestlaufzeit 4 Monate, ja? Okay. Okay. Und jetzt Okay, ich leite Sie bei jetzt weiter. da. Alles bestätigen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Glück, dass Sie auch große Gewinner erzielen, Herr Sommer, ja? Ja, danke, das haben Sie mir so geholfen. Also, gut. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Glück. Schönen Abend noch, Und ja? Sie auch, auf Tschüss. Wiederhören. Wiederhören. Ja, wieder. Blöd. Das sind ja mal richtige Hardcore-Betrüger, meine Freunde. So, dann wollen wir mal schauen, ob da auch ein Rückruf kommt. Der wird mit Sicherheit kommen. Und dann wollen wir mal schauen, was wir da rausholen können bei denen. Auf jeden Fall schön viel Zeit stehlen. Vielleicht noch etwas raushören. Und am Ende richtig fertig machen. EPG Hannover. Die haben auch schon beim alten Mann angerufen und ihm erzählt, er hat Spielschulden über mehrere hundert Euro. Den gleichen Scheiß, den sie mit mir gerade machen wollten. Aber Sucker, da seid ihr beim Falschen. Big Dick Dimitri. Ziegenarme, rattenstark, wir machen sie fertig. EPG Hannover, elendes Schweinepark. Genau für solche Leute hat unser lieber DNA diesen geilen Ziegentrack geschrieben. Genau für solche Leute passt das perfekt. Also, ich werde jetzt Aufnahme kurz beenden, bis das gleich weitergeht. Und dann hören wir da mal rein, Dad. Hallo? Schönen guten Tag, mein Name ist Martin Lorenz von der Firma Goldgas. Ich hätte gerne Herrn Abdullahi gesprochen. Ja, der ist morgen wieder zu Hause, so ab 18 Uhr irgendwann. 18 Uhr? Da. Ach so, okay, Telefonziege. Alles klar. Alles klar, ciao. Alles klar, ciao. Hallo? Ja, hallo, schönen Tag, Lisa Ruth ist mein Name. Ich hätte gerne mit Herrn Dimitri Sommer gesprochen. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Kann ich hören? Okay, wunderbar. Ich hätte gerne mit Herrn Dimitri Sommer Wer gesprochen. ist bei Telefon? Herr Sommer, ich melde mich von der Kontrollabteilung. Lisa Ruth ist mein Name. Und Sie hatten ja vorhin das Gespräch mit unserer Mitarbeiterin, mit der Frau Sonja Blau. Und sind jetzt auf die Mindestlaufzeit auf die 4 Monate eingesetzt. Und ich wollte das Ganze nochmal kurz zusammenfassen, das Gespräch zu Ihrer und unserer Sicherheit aufzeichnen, sodass Sie die Unterlagen auch erhalten, Herr Sommer. Ja. Und falls Sie keine Fragen mehr dazu haben, würde ich die Aufzeichnung starten. Ist das in Ordnung für Sie? Ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, warum das jetzt ist. Was habe ich gemacht oder was habe ich nicht gemacht, weil ich kann das nicht so gut Also, verstehen. Die Herr Frau Sommer, war auch Sie sehr, haben die sich. wollte schnell fertig werden. Ich habe gar nicht so gut fragen können. Ach so. Also, Ja. Herr Sommer, Sie haben sich online registriert und die AGBs zugestimmt und somit einen Fernabsatzvertrag Ja, abgeschlossen. aber Und die Frau. wo habe ich Anmeldung? Wo habe ich Im Anmeldung? Internet, Herr Ja, Sommer. Internet ist groß. Wo denn? Wo Internet? Also, wo genau, das YouTube, kann ich nicht Facebook, ersehen. okay. Nee, das kann ich nicht ersehen, Herr Sommer, denn die Sachbearbeiterin ist die Frau Blau. Ich sehe, dass Sie jetzt aus einem alten Vertrag rausgeholt sind und auf Da. die 4-monatige Mindestlaufzeit eingesetzt sind. Und das fassen wir hier zusammen, damit Sie Ah. die Unterlagen auch erhalten, Herr Sommer, ja? Okay.
Und wenn Sie dann 2 Wochen vor der 4. Abbuchung und so eine Kündigung einreichen, sind Sie nach den 4 Monaten nicht dabei, Herr Sommer. Haben Sie jetzt noch weitere Fragen? Da können Sie ja? da bei das vertragen. Kann man da gleich dazu bitte reinschreiben, das möchte ich eine Kündigung machen? Jetzt schon meinen Sie jetzt die 4 Monate Rechtszeit? Also natürlich, also wenn Sie sagen, ich werde es bis dahin vergessen, da. Können Sie auch nach Erhalt der Unterlagen uns eine Kündigung vorbereiten und zuschicken. Ja. Es reicht einfach, wenn Sie Ihre Kundennummer mitnotieren und einfach einen Zweizeiler, dass Sie fristgerecht zum nächstmöglichen Termin Ihre Teilnahme kündigen wollen. Das schicken Sie uns dann per Post, Fax oder E-Mail. Da. Das können Sie aussuchen. Wie ist das und Fax-Nummer? Dann sind Sie nach Das kriegen Sie alles schriftlich zugesendet, Herr Sommer, innerhalb von 7 Tagen, dann ja? Können Sie mir das schon mal sagen, weil dann kann ich das schon schicken, wenn nachher sonst vergessen. Nee, also Herr Sommer, das ist ja so, Herr Sommer, das ist so, Sie kriegen ja jetzt eine persönliche Kundennummer. Und die wird ja erst nachdem erstellt, ich muss ja das erst nochmal zusammenfassen, mit Ihnen Ihre Angaben durchgehen, damit ich auch sehen kann, dass alles richtig erfasst ist. Und erst dann werden Sie eine Kundennummer kriegen. Deshalb bekommen Sie innerhalb von 7 Tagen unsere kompletten Kontaktdaten. Wie gesagt, wenn Sie dann einfach einen Zweizeiler fertigstellen, dann sind Sie nach den 4 Monaten nicht dabei, Herr Sommer, ja? Ah, okay. Also muss ich dann nochmal eine Kündigung. Verstanden, verstanden. Genau. Wie gesagt, wenn Sie die Unterlagen von uns erhalten, schreiben Sie einfach, dass Sie die, es reicht auch, wenn Sie reinschreiben, dass Sie die 4 Monate fristgerecht kündigen wollen, dann spielen Sie die 4 Monate und sind nach den 4 Monaten komplett draußen, ja? Okay. Verstanden, Chef. Verstanden. Okay. Okay. Wunderbar. Haben Sie jetzt noch weitere Fragen, Herr Sommer? Oh, ne, vielleicht nachher, jetzt gerade nicht. Okay, dann fange ich mit der Aufzeichnung an und fasse die 4 Monate zusammen. Ist das in Ordnung für Sie? Was möchten Sie machen? Ich muss das Gespräch aufzeichnen, Herr Sommer. Ach so. Das dient zu Ihrer und unserer Sicherheit, ja? Da muss ich das hinterher anhören, weil ich mag meine Stimme nicht. Nee, müssen Sie nicht, Herr Sommer. Okay. Weil wir haben ja hier den Betrag in Höhe von 69 Euro, den muss ich halt in der Aufzeichnung erwähnen, sodass kein Cent mehr abgebucht werden darf, ja? Da, verstanden. Okay, und dann fange ich an. Was werden Sie sagen, weil ich habe Lampenfieber, ich werde leicht nervös. Was werden Sie sagen? Also Herr Sommer, ich werde die 4 Monate zusammenfassen, wie Sie die 4 Monate mitspielen und dann werde ich mit Ihnen Ihre Angaben durchgehen, sodass die Unterlagen auch an die richtige Stelle ankommen. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, das ist in Ordnung. Sag ich, sind Sie gerade alleine bei Firma oder ist Chef da? Was hat das jetzt damit zu tun, Herr Sommer? Weiß ich, wollte den mit Chef nochmal sprechen vorher, wenn das geht. Ob man vielleicht jetzt schon Kündigung machen kann, weil das so viel Geld. Herr Sommer, arbeiten Sie denn nicht? Na doch, aber 70 Euro, der hat okay. Das viel Geld. Also Herr Sommer, Sie sind ja bereits aus einem alten Vertrag rausgeholt und auf die 4-monatige Mindestlaufzeit eingesetzt. Ja. Und diese 4 Monate fassen wir hier zusammen, damit Sie die Unterlagen auch erhalten, Herr Sommer. Ja, aber ist Chef da, mit dem kann man sprechen, geht das? Herr Sommer, ich werde das so weiterleiten, ja? Wohin denn? Vielen Dank. Ja, sollen wir das jetzt wie gesagt, ich werde das meinem Vorgesetzten weiterleiten, gegebenenfalls melden wir uns nochmal bei Ihnen, ja? Ja, dann machen Schönen wir das Tag. Jetzt fertig, das ist fertig dann, okay? Weil ich will das fertig haben. Also mal, okay, dann muss ich aber mit der Aufzeichnung beginnen, ist das in Ordnung für ja, Sie? Ja, bitte. Okay, danke schön. Herr Sommer, mit Ihrer Erlaubnis habe ich die Gesprächsaufzeichnung gestartet, sind Sie auch damit einverstanden? Was, ich habe Sie nicht verstanden. Ich habe die Gesprächsaufzeichnung gestartet. Sind Sie auch damit einverstanden? Da, ist in Ordnung. Okay, danke schön. Mein Name ist Lisa Roth. Ich rufe Sie wegen dem Produkt EPG aus der Firma Novanet an. Wir haben den 12.02.2018 und haben jetzt die Uhrzeit 18.18 Uhr. Und Sie hatten das Gespräch mit unserer Mitarbeiterin, mit der Frau Sonja Blau. Waren Sie auch mit der Beratung und der Höflichkeit unserer Mitarbeiterin zufrieden? Nein, die hat mich nicht ausreden lassen. Herr Sommer, dann werde ich das so machen. Ich leite das der Frau Blau weiter.
Sie ruft sie nochmal an und sie klären das gemeinsam ab, ja? Nein, ich habe das ja alles verstanden, aber sie haben ja gefragt, ob ich zufrieden war und ich war nicht zufrieden, weil ich fand, sie war sehr unfreundlich. Sie sind sehr freundlich zu mir. Okay, wie gesagt, Herr Sommer, also ich bin jetzt zuständig für die 4 Monate. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Und ich passiere die 4 Monate zusammen. Sie haben zusammen. Ja gefragt nach meiner Meinung, ich habe nur meine Meinung gegeben. Vielleicht lag es ja an den Leitungen, vielleicht wollte sie es ja ein bisschen detaillierter erklären, Herr Sommer, kann ich jetzt nicht beurteilen. Weil ich weiß ja nicht, was Sie alles mit dir besprochen haben. Ich sehe die 4 Monate. Was ist passiert und vielleicht mag sie keinen Russen, ich weiß nicht. Nee, das glaube ich nicht, Herr Sommer. Okay. Damit hat das nichts zu tun, ja? Gut. Haben Sie jetzt aber noch weitere Fragen oder gibt es Unklarheiten? Nein, alles gut. Okay, wunderbar. Dann muss ich aber mit der Aufzeichnung neu beginnen, Herr Sommer. Denn ich habe hier auch eine geringe Speicherkapazität und es fällt mir schwer, während der Aufzeichnung Fragen zu beantworten oder etwas zu erläutern. Dann fange ich von vorne an, mach's etwas zügiger, sodass ich Ihre Zeit auch nicht lange in Anspruch nehme, ja? Dankeschön. Ja, verstanden. Hallo? Herr Sommer, mit Ihrer Erlaubnis habe ich die Gesprächsauszeichnung gestartet. Sind Sie auch damit einverstanden? Ja, bin ich. Dankeschön, mein Name ist Lisa Roth. Ich rufe Sie wegen dem Produkt EPG aus der Firma Novanet an. Wir haben den 12.02.2018, Termin zur Uhrzeit 18.19 Uhr. Und Sie hatten das Gespräch mit unserer Mitarbeiterin, mit der Frau Sonja Blau. Waren Sie auch mit der Beratung und Höflichkeit unserer Mitarbeiterin zufrieden? Soll ich jetzt Ja sagen? Also wenn das in Ordnung war, Herr Sommer, dann ja. Wenn nicht, dann nein. Nein. Okay, dann leite ich das so weiter. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Hallo. Ja, ich bin fertig, Herr Sommer. Auf Wiederhören. Warte mal, hallo, ich habe wichtige Fragen noch. Was für ein widerliches Dreckstück, Blöd. Die stellt dir die Frage, du antwortest und sie sagt nein. Bin ich mal gespannt, ob die wieder anrufen. Oh, scheiße, sind die dreist, Blöd.